Am 27. September 2019 war es wieder soweit. Der Landtag Nordrhein-Westfalen öffnete seine Türen zur mittlerweile dritten Parlamentsnacht. Der Präsident des Landtags, André Kuper, und das Präsidium hatten die Bürgerinnen und Bürger zu einem Besuch ihres Parlaments eingeladen. Tausende Gäste waren der Einladung gefolgt, um sich das Landtagsgebäude anzuschauen, sich informieren und unterhalten zu lassen. Ja, ich möchte natürlich ganz gerne die Ausstellung besuchen und schauen, wen ich heute hier so treffe. Und ich freue mich auf nette Begegnung. Und es ist mal ein Grund, mit der ganzen Familie hier das ganze Haus zu erkunden. Außerdem ist die Aussicht sehr schön. Alle fünf im Landtag vertretenen Fraktionen beteiligten sich wieder an der Parlamentsnacht. Sie boten ein umfangreiches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. In der Bürgerhalle gab es Musikvorführungen und Gespräche. Die Gäste konnten sich über die Arbeit des Landtags und europäische Themen informieren und an einer Landtagsrallye teilnehmen. Der Präsident des Landtags, André Kuper, sagte: Der Landtag ist das Haus der Bürgerinnen und Bürger. Und von daher mag ich diese Parlamentsnacht, weil, wie Sie sehen können, das Haus ist voll mit Bürgerinnen und Bürgern. Und genau das ist Sinn und Zweck. Haus auf und Bürger rein. Ein besonderer Höhepunkt jeder Parlamentsnacht: einmal auf den Plätzen der Abgeordneten im Plenarsaal sitzen und am Redepult stehen. In Vorträgen des Besucherdienstes erfuhren die Gäste zudem mehr über die Arbeitsweise ihres Landesparlaments. Ein Poetry Slam in der Bibliothek dreht es sich um das Thema Klimawandel. Jede Plastiktüte war ein Stoß vor den Kopf, jedes Atomkraftwerk ein Tritt in den Bauch, jede Autofahrt zum Zigarettenautomaten eine Faust gegen die Nase. Der Karikaturist und Schnellzeichner Heiko Sakurai unterhielt die Gäste der Parlamentsnacht mit Zeichnungen und Geschichten aus seinem Arbeitsalltag. Und erstmals präsentierten sich die Künstlerinnen und Künstler von Roncallis Apollo Varieté Theater im Landtag. Ein Leckerbissen waren wieder einmal die Auftritte der WDR Big Band. Einige Besucher der Parlamentsnacht haben wir gefragt, was ihnen am besten gefallen hat. Die Rede des Präsidenten ist gerade sehr spannend. Die Kultur hier im Parlament, im Parlamentssaal, auch den Auftritt von Big Band fand ich auch total toll. Ich finde es ein schöner Abend. Und die vielen Glücksräder, die es hier gibt. Man kann da ganz viel lernen, das macht echt Spaß. Ja. Das 240-Grad-Panoramabild. Da drüben im Saal, aber ehrlich gesagt, der gesamte Landtag ist super. Ich bin total beeindruckt. Ich bin noch nie da gewesen und immer mal wollte ich hingehen. Und jetzt bin ich da und ich finde es faszinierend. Das heißt, Sie kommen das nächste Mal wieder? Ja, auf jeden Fall. Ja.